euch. Guten Tag. Ja, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück. FIFA 19 Karriere mit Tobi Textmann und dem SV Werder Bremen. Ein 1:1 gegen Wolfsburg. Das ist das Ergebnis aus dem letzten Spiel. Heute soll es dann gehen gegen den FC Schalke und Werder Bremen mit dem ausgerufenen Ziel Europa, was wir auch hier in der Karriere haben. Sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus, aber wichtig ist, dass wir nach der zuletzt schwachen Phase jetzt wieder den Anschluss an die starken Leistungen finden. Finn Bartels sagt Danke, weil wir ihn mehr eingesetzt haben, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist, weil wir ihn gar nicht vermehrt eingesetzt haben. Okay. Schauen wir mal, Pressekonferenz. Wir müssen uns einfach mal motivieren. Komm, einfach mal mit ein bisschen Motivation. Das wird reichen gegen die Schalke. Einfach motiviert sein. Nee, da muss noch ein bisschen mehr zusammenkommen tatsächlich. So, unsere Ziele sind gefährdet. Was ist denn gefährdet? Verpflichte einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft. Ja, das, Finanzen hoch. Beenden Sie die Saison mit einem Restbudget von 7 Millionen. Aktueller Stand 2 Millionen. Ich weiß halt nicht, was wir dafür kriegen, dass wir die Bundesliga gut abschließen. Weil eigentlich kriegen wir am Ende der Saison auch die Belohnung. Erhöhe den Vereinswert über zwei Saisons um 30%. Das könnten wir hinkriegen. Aber ne, wir müssen einfach mal gucken. Also Felix Bemo, was die kommende Partie angeht. Der möchte nicht auf der Bank sitzen. Ja, wir gucken mal. Also ich würde ganz gern Friedel mitnehmen. Nicht spielen lassen unbedingt, aber ich würde ihn ganz gern mitnehmen. Es regnet, also kein Schnee, das ist gut. So, also wir nehmen Friedel mit für Möwald. Nehmen wir Friedel mit. Osako kommt mit für Harnik. Und Felix Bemo will von Anfang an spielen, aber Gebre Selassie hat gerade eine gute Form. Wir können Bemo höchstens einwechseln. Sorry. Sorry. So. Gegen Schalke. Maximilian Mehlbacher wird das Spiel im Weserstadion pfeifen. So. Und für Werder geht es dann doch schon um eine ganze Menge. Was mache ich denn mit diesen Flanken hier? Egal. So, mit Schalke kommt halt ein Gegner, die in der Tabelle zwei Plätze vor uns, oder ein Gegner, der in der Tabelle zwei Plätze vor uns steht. So, und dann müssen wir hier eben bei dem Schmuddelwetter, bei norddeutschem Schmuddelwetter, auch einfach mal per Kampf einen dreckigen Sieg holen gegen Schalke. Aber eigentlich müssen wir auch auf Augenhöhe sein. Aber die letzten Spiele haben für die Bremer nicht immer Grund für viel Selbstvertrauen gegeben. Schalke auf 6, Bremen mittlerweile auf 10. Okay, weil die anderen schon ein Spiel mehr haben. Aber da sehen wir, wie wichtig es wäre, hier zu gewinnen. Sonst rutscht Bremen ins Mittelfeld der Tabelle ab. Sonst sind wir Zehnter. Verlieren damit dann zwei Plätze. Okay, also es wird wichtig. Schauen wir auf die Aufstellung der Bremer. Die ist im Vergleich zum letzten Mal unverändert. Aber Osako und Friedel stehen wieder im Kader. Sitzen aber zunächst auf der Bank. Barco, Kruse, Rashica. BKR soll vorne netzen. Und wir schauen mal auf die Schalker. Wir sehen da schon Ex-Bremer Naldo. Das waren Fährmann und Alessandro Schöpf, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann schauen wir mal. Also Fährmann im Kasten. Davor dann eine Fünferkette mit Ocipka, Stamboli, Nastasic, Naldo und Alessandro Schöpf. Rudi Bentaleb im Mittelfeld. Ja, und so viele bleiben da gar nicht mehr. Vorne nochmal drei mit Konobianka, Burgstaller und Brelembolo. Ein 5-2-3-System. Fährmann nochmal mit ein paar motivierenden Worten. So. Und dann schauen wir mal. Also Werder Bremen. Ein Punkt gegen Wolfsburg war es zuletzt. Davor 0 Punkte gegen Mario Gomez und den VfB Stuttgart. Wie sieht das heute gegen Schalke aus? Guido Burgstaller. Die Flanke, da ist Pavlenka. Den boxt er gut weg. Rashica kämpft.
Und direkt sehen wir, wo dieses Spiel hier hingeht. Oh, Konaté lässt sich da zu leicht ausnehmen. Embolo, die Flanke. Wichtig, dass Gebre Selassie da war. Barco. Ezekiel Barco. Ah ja, Ezekiel Barco. Bleibt am Ball. Barco, aber dann noch gut verteidigt von Naldo, der gerade mit der Geschwindigkeit von Barco doch für einen kurzen Moment zu kämpfen hatte. Oh, und da ist viel Platz für Konoplyanka. Konoplyanka. Yevgen Konoplyanka setzt den Ball übers Tor. Glück für Bremen. Boah, minimal vielleicht noch abgefälscht. Ja, minimal abgefälscht. Abseits. Kein Abseits. Ball rausgeklärt. Einwurf. Schalke. Und direkt ist hier wirklich eine ganz hohe Schlagzahl drin. Auch das kein Abseits von Konoplyanka. Boah, Pavlenka. Schalke drückt aufs 1-0. Ganz, ganz starke Parade von Pavlenka. Nachdem Burgstaller hier eigentlich das 1-0 auf dem Fuß hat. Klasen. Naldo. Ball erstmal rausgeklärt. So, gibt's mal Entlastung für Bremen. Klasen, aber es gibt zumindest Einwurf. So. Ein bisschen Ruhe täte dem Werder-Spiel jetzt gut. Augustinsson ist das. Und Barco. Eggestein. Klasen. Es geht nochmal gut für Schalke. So, Konoplyanka macht dann auffälliges Spiel. Stark von Barco, der da in dieses Kopfballduell geht. Auch wenn der Ball erstmal wieder bei Schalke landet. Bremen muss eine gewisse Ordnung haben. Boah, Oczipka steht da völlig frei. Das machen die Schalker gut. Ziehen das Spiel extrem in die Breite. So, aber die Bremer können mit Tempo dagegen setzen. Mit Tempo können die Bremer dagegen setzen. Rashica. Hinten kommt Barco. Nochmal die Flanke Rashica. Aber diesmal zu ungenau. Geht ans Außennetz. Also wenn die Bremer eine Chance haben, dann wirklich über die Tempo-Gegenstöße. Anders wird es gegen diese Schalker sehr schwer. Wichtig von Rashica. Aber der Ball landet wieder bei Schalke, kriegen auch diesen Einwurf zugesprochen. Spannendes Spiel auf jeden Fall. So, Gebre Selassie. Chance für die Bremer zum Gegenstoß. Das ist Barco. Das ist mal mindestens gelb. Das ist mal mindestens gelb. Von hinten, Alessandro Schöpf fährt Barco in die Parade. Naldo versucht zu schlichten, wo es nichts zu schlichten gibt. Das ist keine zwei Meinungen. Gelbe Karte völlig berechtigt. Velkovic. Ja, das machen die Bremer gut. Da ist Klasen, kein Abseits. Gut gesehen von Eggestein. Die Laufleistung ist hier eine... Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel für Werder. Kruse, schade. Jetzt die Chance für Schalke. Konoplyanka, Burgstaller. Gut aufgepasst von Velkovic. Der Ball auf Barco etwas zu optimistisch gespielt. Aber Bremen hat jetzt nach vorne auch eine Spielidee. Das ist... das ist ganz gut. In der Defensive, muss ich sagen, machen die Bremer das bisher auch gut. Breel Embolo. Kein guter Pass für Burgstaller. Embolo bisher von den Offensivkräften der, der noch am wenigsten im Spiel ist. Barco.
Kruse. Nee, verliert die Murmel erstmal wieder. Bentaleb. Konobianka. Diese Seitenverlagerungen kommen hier oft vor im Spiel von Schalke. Auch hier wieder jetzt der lange Ball rüber. Überzahl auf der Seite von Augustinsson. Barco hilft aus. Und Pavlenka ist da. Also Bremen hat das gut hinten. Nachdem am Anfang ja wirklich so ein kleines blau-weißes Offensivfeuerwerk auf die Bremer zukam, sieht das doch jetzt besser aus. Das ist Eggestein. Eggestein im letzten Moment noch am Abschluss gehindert. Klaasen, Eggestein und wieder Fährmann. Nächste gute Chance für Werder, die drücken. Jetzt aber erstmal wieder Schalke. Stambouli, Konobianka. Eigentlich kommt jetzt ein hoher Ball auf irgendeinen Flügel. Ja. So haben es die Schalke in diesem Spiel häufig gemacht. Embolo nicht im Abseits. Flanke auf Burgstaller, Fragezeichen. Konaté ist da. Ecke. Wichtig, dass wir die Flanke verhindern. Textmann eingemantelt. So, der kommt hoch rein. Da ist Pavlenka. So, da ist Naldo. Den sollten wir nicht schießen lassen. Pavlenka wieder gefordert. Jetzt dreht Schalke also nochmal auf vor dem Halbzeitpfiff. Wollen mit einer Führung in die Pause. Kriegen sie die. Nochmal Bremen jetzt. Rashica. Ganz drüben, Barco. Boah, kommt fast an den Ball und jetzt ist Halbzeit. Also, hier steckt doch eine ganze Menge drin. Beide Mannschaften mit einem starken Spiel, wie ich finde. Bremen defensiv, so weit, so gut, könnte man meinen. Nach vorne gibt es auch zwei, drei Chancen. Noch nicht den 100%er, aber ansonsten sieht das nicht verkehrt aus, was die Bremer da machen. Gegen trotzdem starke Schalke, wenn wir mal schauen, Schüsse aufs Tor. Ah, 2-6, da sieht es halt schon deutlich aus. Schalke auch mit mehr Ballbesitz. Also wenn man Vorteile suchen möchte, dann bei Schalke. Wir wechseln aber noch nicht. Ich möchte damit erstmal in den zweiten Durchgang gehen. Wir brauchen eine Chance. Und ich glaube, wenn wir hier mit 1-0 führen, dass wir das vielleicht sogar nach Hause bringen können. Ich glaube, das ist heute möglich. Kein Abseits. Flanke. Konaté ist da. So, und jetzt für die Bremer die Chance, das mal auszuspielen. Na, Rashica. Na, jetzt müssen die Bremer halt auch an den Ball kommen. Schade. Aber setzen die Schalker gut unter Druck? Das Pressing bei Bremen muss halt dann auch wirklich passen. Veljkovic gegen Konobianka. Veljkovic macht das gut. Und auch Pavlenka macht hier heute ein gutes Spiel. So, und jetzt ist halt das Problem. Rashica, wen hat er in der Mitte? Wen hat er in der Mitte? Barco hat er in der Mitte, aber der ist jetzt zu Kopf nicht so gut wie zu Fuß. Okay, also Flanken als Rezept wird schwierig. Jetzt mal ein Fehlpass. Eggestein. Kruse, Eggestein. Eggestein, Fährmann. Viel Gedusel im Endeffekt, die Bremer mit dem Ball. Aber es reicht nicht zum Tor. Harit kommt für Embolo. Flanke. Rashica. Rashica. Nächste gute Chance, Werder. Auch wir wechseln. Rashica ist gut im Spiel. Da kann ich jetzt keinen anderen bringen. Osako für Klaasen. Osako für Klaasen.
Kruse. Auf Veljkovic. So, wichtig wäre es jetzt, diesen Ball wieder zu bekommen. Naldo schlägt den raus. Einwurf Werder. So, Druck machen. Gucken, was Schalke draußen macht. Baku, stark. Kruse. Mit Eckestein. Oh! Und dann ist es die Fußsohle von Naldo. Die Fußsohle von Naldo. Fans sind auch da. Oczipka. Bastian Oczipka. Pavlenka. Der geht übers Tor, gibt Eckstoß. Klären die Bremer. Klären die Bremer gut. Barco. Ezekiel Barco. Ezekiel Barco. Mit Tempo. Immer noch Barco. Oh, vielleicht eher spielen oder doch eher schießen. Schwierig. Osako. Eggestein. Abgefälscht. Eckstoß. Bremen macht Druck. Was ein Fußballspiel. Kruse. Jetzt Schalke. Oh, mit der Kontermöglichkeit. Aber Bremen hat schnell die Grundordnung wieder. Bremen hat schnell die Grundordnung wieder. Eggestein. Boah, schade. Oh, jetzt ist natürlich Gebre Selassie hinten ausgebrochen. Jetzt müssen die Bremer da für den Mannschaftskollegen arbeiten und das machen sie. Einwurf. Was ein Spiel. Wieder Rashica auf dem Flügel. Diesmal macht Oczipka das sehr, sehr gut. So, kommt wieder die Flügelverlagerung. Barco macht mit. Oh, das war aber ein starker Pass für Alessandro Schöpf. Und die Flanke ist auch gut. Und das ist nicht das 1-0 für Schalke. Kuno Bianca. Wir wechseln noch kein drittes Mal. Das wäre jetzt natürlich ganz bitter gewesen. Gebre Selassie. Osako. Mit Eggestein. Wird überlaufen. Kruse. Ah, kein guter Schuss. Kein guter Schuss. Zu leicht für Fährmann. Was macht Schalke? Das ist Kruse. Für Barco. Auf dem Flügel. Ezekiel Barco. Entscheidet sich für die Flanke. Wohl die falsche Entscheidung. Wohl die falsche Entscheidung. Osako. Kruse. Max Kruse mit dem 1:0 für Werder Bremen in der 82. Minute. Und das ist hochverdient. Das ist hochverdient. Come on! Bremen erarbeitet sich das. Osako, Kruse, Tor. Mit dem linken Außenriss. Ey, spannender kannst du es nicht machen. Spannender kannst du es nicht machen. Max Kruse belohnt die Bremer für bisher über 80 Minuten Aufwand. So, und jetzt mauern. Jetzt mauern. Das Ding holen wir. Das Ding holen wir uns nach Hause. Das Ding holen wir uns nach Hause. So. Und da lassen wir nichts anbrennen. Hier lassen wir nichts mehr anbrennen. Das muss Bremen jetzt einfach zu Ende spielen. Eggestein. Kruse.
Barco, Kruse, Rashica, Ecke. 88. Minute, Ecke Werder. Konaté, was macht Konaté? Was macht Konaté? Einwurf Werder. 2 Minuten Nachspielzeit. Pavlenka. Langer Ball. Oh, faul eigentlich von Eggestein. Und das war's! Das war's! Werder Bremen schlägt Schalke 04 zu Hause mit einer leidenschaftlichen Kampfleistung und gewinnt mit 1:0. Julia Osako auf Max Kruse, das war heute der Schlüssel zum Tor. Und ganz viele Kleinigkeiten, ganz viel Kampf, der dazu beigetragen hat, dass Werder dieses Spiel gewinnt. Unfassbar stark. Unfassbar starke Leistung. Und Bremen belohnt sie. Und das freut mich wirklich. Boah. Jesus. So, und in der Tabelle hilft uns das natürlich. Jetzt sind wir nämlich auf einmal sind wir wieder auf Platz Nummer 6. Wir haben zwar jetzt ein Spiel mehr irgendwie doch wieder als alle anderen. Davon wollen wir uns aber gerade mal nicht beirren lassen. Wichtig war dieser Sieg gegen Schalke. An Schalke ziehen wir damit vorbei. An Schalke ziehen wir damit vorbei. Wow. Konaté und Augustinsson gehen hoch. Sehr schön. Puh, alter Falter. Ah, das war nix für schwache Nerven. So, Rose darf auch verliehen werden. Und Rose steht, glaube ich, auch schon. Ja, sorry, Felix Bemo, aber freu dich mal gerade für die Mannschaft. Rose dürfte auch auf der Transferliste stehen, oder? Wenn nicht, dann machen wir das mal eben noch. Rose. Ah, okay. Von Leihliste streichen. Auf Transferliste setzen. Sehr schön. Okay. Boah. Was ein Spiel, oder? Was ein Spiel. Und genau deswegen werde ich Spiele nie schneiden. Weil das Spiel musst du in seiner Gesamtheit gesehen haben, um diese Geschichte hinter diesem 1:0 zu verstehen. Und wie wichtig es ist, dass Werder sich hier belohnt. Insgesamt, ganz ehrlich, es gibt ja so viele Leute, die die Karrieren auf YouTube wirklich schneiden. Aber hier siehst du gerade wirklich, wir hatten jetzt ein paar Wochen wirklich einen Struggle, ja. Das blöde Ding gegen Stuttgart mit 4 Traumtoren, was kein Mensch dir erklären kann. Dann das 1:1 gegen Wolfsburg, wo du denkst, na komm, das war jetzt auch nicht der Befreiungsschlag. Dann spielst du gegen Schalke, die 2 Plätze vor dir sind in der Tabelle. Du hast so ein ausgeglichenes Spiel, es geht hin und her. Du denkst, Schalke ist vielleicht ein Müh näher dran am Sieg. Und dann kommt Osako, der vor 3 Wochen erstmals wieder wirklich in den Kader gekommen ist, oder vor 2 Wochen, ja, spielt den Ball auf Kruse, der vorher eine wunderbare Schusschance hat und die versemmelt. Und dann mit dem linken Außenriss das Ding an Castells, Fährmann vorbeischlänzt. Hör mir auf. Speichern, Feierabend und gute Nacht. Es ist ja unfassbar. Es ist unfassbar. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war spektakulär, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, FIFA 19 Karriere mit dem SV Werder Bremen, mit Tobi Text, mein Mädels. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.